Hallo Leute, ich mache heute mal ein Produkttestvideo. Ich habe hier von der Firma Starker, Starker.top, das ist ihre Domain, Starker.top, hier mal zwei verschiedene 5er-Packs LED-Lampen zugeschickt bekommen. Das sind hier einmal 6 Watt und einmal 8 Watt. So eine Plastik-LED-Lampen, die halt hier an der Unterseite so eine Wärme-Entweichöffnung haben, hier so Schlitze, wo die Wärme rauskommen kann. Die sind hier irgendwie unten noch so gelb gefärbt, so dass das irgendwie 3000 Kelvin Farbtemperatur hat. Ja, ganz coole LED-Lampen. Der Preis ist eigentlich auch ganz gut. Kriegt man bei Amazon.de für 24 Euros, knapp 24 Euros. Hier ist mal die 6 Watt Lampe, wie man hier sehen kann. Da steht 6 Watt. Ja, und hier steht 8 Watt. Also gibt es eine 6 Watt und eine 8 Watt Version. So von der Helligkeit her sieht man, dass die linke, die 8 Watt, ein bisschen heller ist als die 6 Watt Version. Ich selber persönlich bevorzuge eher hier diese gelblichen LED-Lampen, die hier so aus, ich hoffe, man kann erkennen, die hier so aus so einem LED-Fäden sind. Die hat jetzt hier speziell 2400 Kelvin. Ja, die hat hier diese LED Serienschaltungsfäden drin, die halt so noch so gelb gecoatet ist, also überzogen ist mit so einem gelben Lack irgendwie so oder gelben Phosphorschicht. Die haben dann sogar 2400 Kelvin nur. Die finde ich persönlich besser, aber das ist Geschmackssache. Die sind halt ziemlich gelbstichig, aber die sind halt gemütlich. Die Lampen sind dann eher halt für so einen Arbeitsbereich, wo man doch ein bisschen mehr weißliches Licht braucht, obwohl, also 3000 Kelvin ist ja auch noch nicht zu weiß. Sind also nicht diese augenschädlichen Lampen, die sonst so 6000 Kelvin haben oder so, die extrem weißes Licht bringen. Man kann es hier leider mit dieser Kamera halt nicht so richtig sehen. Also, kann ja mal oben Licht ausmachen. Also, die liefern eigentlich schon genügend gutes Zimmer-Arbeitslicht, würde ich mal so sagen. Ja, so, was wäre noch zu sagen? Ja, das Ding kommt halt mit einer, heißt also Starker Leighton Pro LED Bulb. Kommt hier mit einer sechssprachigen Anleitung, wo auch Deutsch mit dabei war. Auf der Rückseite hier, wo war das hier? Ja, hier. Die Starker Leighton Pro LED Lampe Serie bietet einen warmen Schein für eine einladende Atmosphäre, ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendung in der Hotellerie. Das einzigartige Design strahlt warmes Licht in alle Richtungen aus. Das ist eine echte Alternative zur normalen Glühlampe. Sie eignen sich besonders für öffentliche Bereiche wie Lobbys, Flure, Treppenhäuser, in deren das Licht durchgehend eingeschaltet ist. Kompatibel mit bestehenden Leuchten mit E27-Fassung und dann als Ersatz von normalen Glühlampen gedacht. Leighton Pro LED-Lampen bieten enorme Energieeinsparung und minimiert Wartungskosten ohne Kompromisse bei der Lichtqualität. Jo, also hier mal die technischen Daten. A65-Typ, Lichtwirkung, sanftes Weiß, Material PV, Keramik. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbe Elfenbein, Spannung 85 bis 265 Volt. Hier, das war jetzt gerade die Anleitung von einer 8 Watt Lampe. Fassung E27, Lichtrichtung 360 Grad, Farbwiedergabe CRI-Index Größe 80, Lebensdauer 30.000 Stunden. Dimmbar? Nein, das ist halt noch ein großer Nachteil, dass sie nicht dimmbar sind. Werde ich euch gleich nachher nochmal zeigen. Lumen, 100 Lumen ungefähr pro Watt. Leuchtäquivalent, das ist die 60 Watt Type. Vorteile für funktionelle Beleuchtung und zur Besserung der Atmosphäre, geeignete Farbtemperatur,
bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu normalen Glühlampen. Frei von Quecksilber ist auch gut und gefährlichen Stoffen. Entschuldigung. Einfache Nachrüstung durch gängige E27-Fassung, geringe Wartungskosten. Jo, starker Punkt, top. Aber ich mach mal den Link nochmal, wo man es hier in Deutschland auch bei Amazon bekommen kann. Ist ein Affiliate-Link, also ihr zahlt da nicht mehr, einfach aufklicken. Ihr kriegt da eine kleine Kommission halt für das Video und wäre euch dankbar, wenn ihr das über den Link kauft, dann habt da ein kleines Dankeschön für mich. Macht, dass ich das Video euch hier gebracht habe. Okay, schönen Dank. Ja, gut, das war jetzt die deutsche Anleitung. Und gleich ist da nochmal in Englisch und Spanisch anscheinend hier und anderen Sprachen, Chinesisch, jo, Englisch, Französisch etc. Gut, hier ist es nochmal. Achso, also das sind 5er Pack immer. Wie gesagt, hier auf Amazon.de für 24 Euro zu erhalten. Hier in Großbritannien für 22,99 Pounds. Okay, gut. Könnt ihr euch nochmal durchlegen. Jetzt zeige ich euch zum Schluss nochmal, wie das Ding am Dimmer aussieht. Da ist es, flackert es doch sehr stark und hat halt auch so ein Brummeffekt, was die hier jetzt gar nicht haben. Also von der Wärme gesehen her, das ist jetzt die 8 Watt. Ja, man merkt, dass die ein bisschen wärmer ist, aber man kann hier ganz locker anfassen. Ist also warm, aber nicht heiß. Ja, und die 6 Watt Lampe, ja, ist fast ein bisschen kühler, aber nicht viel, würde ich sagen. Ich habe jetzt gerade kein Thermometer da irgendwie, aber also diese Luftvents hier, also diese Schlitze hier zum Ableiten der Wärme sind anscheinend ganz gut dafür. Okay, jetzt kommt gleich nochmal der Anschlussclip hier, wo ich es am Dimmer zeige. Gut, bis gleich. Okay, das ist jetzt hier mal der Dimmer-Test. Ich stehe jetzt hier am Dimmer hier an der Wand und regel jetzt mal den Dimmer hoch und runter. Also der hängt jetzt hier, viermal 6 Watt Lampen in dieser Deckenlampe hier drin. Okay, hier die Lampe erzeugt, meine Kamera erzeugt jetzt hier leider ein bisschen eine Übersteuerung hier, aber ungefähr, ja, ist ungefähr so weiß, gelblich so jetzt hier drin. Aber man hört schon, dass da, wenn man mal leise ist, dass da schon geringes Brummen ist. Jetzt habe ich hier den Dimmer voll aufgedreht. Jetzt fahre ich mal ein bisschen runter und dann fangen die Lampen auch an zu flickern, zu flackern und haben dann auch einen ziemlichen, also sehen nicht ganz aus. Wenn man allerdings die mischt, bestückt hat, dann gehen die teilweise auch ganz aus. Aber sie haben halt ein sichtbares, nerviertes Flackern und sie brummen halt auch. Gerade so hier in dem Bereich. Also da sieht man ungefähr, das sieht man jetzt also nicht nur auf der Kamera, sondern hier auch mit bloßen Augen ungefähr so ein 10 Hertz Flackern. Und hört ihr auch das Brummen hier? Also das ist halt ein bisschen nervig. Aber die sind ja auch extra praktisch gekennzeichnet als nicht dimmbare Lampen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, wie ungefähr diese Lightbulbs halt, also Licht-LED-Lampen halt aussehen, wenn man sie halt dann doch dimmt. Ja, also von daher. Also wenn man sie ganz oft dreht, geht es einigermaßen. Weil dann ist ja auch der Phasenanschnitt kaum noch da. Aber sie brummen auch da schon so ein bisschen, also ganz, ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man es hört jetzt hier in der Kamera. Aber wie gesagt, wenn man jetzt hier die Phasenanschnitt nur so halb, dass die immer so Pulse kriegen, dann sind wahrscheinlich dann doch irgendwelche Spulen drin, die dann halt doch brummen.
Okay, aber trotzdem ansonsten für Standardanwendungen, wo man keine Dimmer hat, sind die ja also doch eigentlich ganz schön, muss man sagen. Also jetzt hier im Vergleich kommen sie jetzt halt, sind jetzt halt ein bisschen zu weiß aus hier, Männer. Ja, wenn man direkt auf die rauf filmt. Aber sonst haben sie eigentlich ganz nettes Licht hier für den Raum. Okay, das war Stefan für overunity.de und overunity.com. Bitte abonniert mal meinen Kanal, damit er nicht die nächsten Videos über freie Energie versäumt. Ungefähr in 1 bis 2 Wochen weg da wieder was Neues machen. Und bis dahin, ja, abonniert und mal liken und Kommentare bitte posten. Vielen Dank, ciao.